Willkommen zurück zu Yakuza Zero, dem Spiel, wo wir irgendwann an der Telefonzelle stehen. Ich habe ja nicht richtig weiß, warum. Ich glaube, ich wollte irgendwo hinfahren, oder? Warte mal, ich kann auch gerade nicht so richtig viel machen, oder? All we can do is wait for Makuma to wake up. I should head to Rest Park, meet up with Nishiki. Okay, ich habe mein Geld anscheinend ausgegeben. Also, was ich noch machen könnte, ich könnte mich um diese Hotelscheiße noch kümmern, aber was bringt. Warte mal, ich könnte noch zu meinem Fischhändler gehen, fällt mir gerade so ein. Und scheinbar diese Karte hier mal einsammeln. Reika Eiber. Der bin ich ja kein Fan. Na, Judy. Dann. Nee, Le Marché wollte ich hier nicht einreiten. Luxusklamotten waren tatsächlich nicht in meinem Geiste. So. We can only wear in a way to wake up. She wakes up. Da bin ich ja, habe ich das Gefühl, es wird nicht so laufen, dass ich abwarte, bis sie aufwacht. War denn jetzt hier mein. War denn dieses verdammte Fischlokal hier? Das da, ne? Sushi-Gin. Ich könnte dir noch meinen Quastenflosser noch überreichen. Was immer dieses wilde Winken hier bringen soll. So, Bursche, pass auf. Nee, halt, hier. Der Quastenflosser. Ja, willkommen, Kiyosan. Was hättest du gerne? Ich hab hier was für dich. Und zwar ein. Oh, du hast mir nach Fisch gebracht. Wunderbar. Ach nee, ich hab dir den Quastenflosser gegeben. Dann geben wir ihn Whitebait. Wie wär's damit? Der ist perfekt. Der wird mir wirklich helfen. Ich habe keine Ahnung, was Whitebait ist. Dann würde ich mir da mal nachschlagen. Weißkotze? Weißkittel? Wie war's, Kiyosan? Ah, Kiyosan? Das ist total speziell Gute. Das sollte nicht. War besonders gut heute. Es tut mir leid, aber mir sind kurz die Worte verschlagen. Oh, ich habe mir vor einem Moment Sorgen gemacht. Aber es freut mich, dass du das hören. Da, du machst wirklich großen Fortschritt, Ginji. Das Sushi wird besser und besser, mit jedem Mal ich komme. Ha, ich mag diese Ermutigung, aber das ist immer noch nicht so gut wie mein alter Vater. Ich meine das so, Ginji. Es ist Zeit, dass du ein bisschen Mut in deinen Fähigkeiten hast. Glaub an dich selbst. Denkst du daran? Ja. Du vergleichst die ganze Zeit dein Sushi mit dem, was dein Vater gemacht hat. Ich kann verstehen, wie das du so verstehen möchtest, wie du, dass du so gut sein möchtest wie ein Meisterkoch nach Jahrzehnten der Erfahrung. Und, aber dieser Vergleich ist einfach nicht fair. Wenn du diesen Vergleich einfach weitermachen lässt, dann verletzt es dein Selbstbewusstsein. Und das bremst dich. Geh deinen eigenen Pfad und mache das Sushi den Weg, wie du ihn möchtest. Mein eigenes Sushi. Mein Vater ist gestorben, das Restaurant ist in meinen Schoß gefallen. Ich habe mich nicht bereit gefühlt. Nicht ein Tag ist vergangen, ohne dass die Gedanken an meinen Vater mich verfolgt haben, dass ich nicht bereit bin, Kunden zu versorgen. Ich denke, ich habe endlich diese Sorgen davonwischen können. Als wäre Gewicht von meinen Schultern genommen worden. Sehr gut. Ich werde deinen Ratschlag folgen und meinen eigenen Pfad schaffen, um das beste Sushi zu machen, was man machen kann. Hört sich gut an. Ich freue mich drauf. Ich kann nicht darauf warten, das auszuprobieren. Vielen Dank. Komm wieder, Kiyosan. Ich werde. Kann ich nochmal Whitebait geben? Die Quest können wir jetzt eigentlich noch schnell fertig machen. Weiß nicht, ob ich bei ihm so schnell wieder einsacken kann. Ich hätte ja sonst nicht mehr genug Fischbeine. Oh, das ist wirklich gut. Das ist das beste Sushi, das ich jemals hatte. Was? Probably a restaurant critic? Ha, wie unauffällig. Ha, schön, dass du es gemacht hast. Ich war in so vielen Restaurants, aber dein Sushi ist wirklich exzeptionell. Ich habe noch niemals etwas wie das gehabt. Du hast einen interessanten neuen Twist in das klassische Sushi getan. Sehr schön. Er scheint Kinji Sushi wirklich sehr zu predigen. Es scheint so aus, als Kinji die Zweifel, die ihn zurückgehalten haben, überkommen. So, was ist dein Geheimnis? Wie machst du Sushi, dass sich so traditionell und doch so neu auf der gleichen Zeit anhört? Naja, also ich bin, hab den Ratschlag einer sehr einsichtsvollen Person gefolgt. Du meinst einen Sushi-Meister? Also, was war sein Hinweis? Er hat gesagt, ich soll mich selbst glauben. Richtig, Kiyosan? Ey, ich hab ziemlich da nicht rein. Oh, du bist der Sushi-Meister, der über den hier erzählt wird? Nein, hast du falsch verstanden. Siehst du, wo du mich jetzt hier reingerät, Ginji? Oh well. Befriend the Sushi-Chef. Probably a restaurant critic. Was ist denn das für ein Name? Nee.
WWE-Wrestling. Also war's das? Oder kann man noch was machen? Bringt mir das noch was? Oder kann ich so? Ah, Kiyu-san. Es ist super leid, das hier einfach aufzubringen, selber so aus dem Nichts, aber arbeitest du im Business? Ja, woher weißt du das? Ich bin mit, ich bin Freund mit dem Manager des Yurizaki und, naja, er hat gesagt, dass sein Geschäft ist deutlich besser gelaufen, seit du das Geschäft für ihn verwaltest. Ich hoffe, dass du das vielleicht für mich tun könntest. Wärst du interessiert? Sicher, was kann ich dagegen tun? Naja, es wird schwieriger und schwieriger, mein Geschäft hier zu machen mit all diesen Tycoons, die ganzen Plätze links und rechts aufkaufen. Und also Kamotoro umgehen, wie es ihm beliebt. You're quite Sushigin. Yay! Kamotoro Real Estate Royal. Sushigin received. Oh. Oh. Seamaster, was? Achso. Kann ich nochmal Fisch geben? Ich weiß nicht, was es bringt, aber. Oh, du hast mir Fisch gebracht. Wunderbar. Welcher ist denn? Nochmal wipe, da bin ich nämlich los. Wie wär's mit diesen hier? Ah, das würde mir wirklich helfen. Also ich kann ihnen unendlich viel Fisch geben. Na, das würde mir noch heilen. Ob Fisch noch einen anderen Sinn hat? Vielen Dank dafür. Wenn du wieder mal fischen gehst, dann werde ich mich dafür, würde mich ganz freuen. Ja, toll. So, gut. Jetzt habe ich also nochmal, also ich habe jetzt doch mehr Real Estate gekriegt. So viel dazu. Na, dann laufen wir doch nochmal zur Real Estate Bude, auch wenn ich gerade nur 40.000 habe, die ich investieren kann. Also eigentlich sind es 40 Millionen, aber... Oh, warte mal, da vorne ist eventuell eine kleine Finanzspritze für mich. Oh, wer ist er denn? Hab ich gerade Verbündete gekriegt? Wo kommt er denn her? Wo kommt denn der Mitschläger her? Also für den Schwierigkeitsgrad hätte ich mich sehr gefreut über den, aber... Hä, wo kam der denn jetzt her? Da kam so aus dem Nix. So, oi. Oh, was ist denn hier los? Halt auf! Halt die Fresse, Frau. Wie wir schon vorher gesagt haben, wenn du diesen Kaiju-Mann siehst, oder was auch immer sein Name ist, beeil dich. Ich hab dir aber bereits gesagt, der ist nicht hier. Hey, ich bin hier. Was wollen die? Oh, ist das der Leisure King? Mr. President! Oh, du bist der Präsident? Moment, warte. Ich bin dir mit Feuer auf der Straße dir schon begegnet. Du bist Präsident Kiryu? Und du bist der Vergnügungskönig. Also, was willst du? Ich habe bessere Sachen zu tun, als mich in... Ich habe keine Ahnung, was Reminis heißt. Reminis? Das war schön. Reminis. Nee. Ich hab's richtig geschrieben, aber gut. Also, Deep L kann das nicht übersetzen, das Wort. Ah nee, es erkennt Deutsch. Warum erkennt es denn Deutsch? Das ist Englisch, du Nase. In Erinnerung schwelgen. Würde sich gerne. Likes to reminisce about his childhood. Es ist ein schwieriges Wort direkt zu besitzen. Ich habe besser zu tun, als in Erinnerung mit dir zu schwelgen. Wie gesagt. Hey, also. Du kommst hier einfach auf mein Gebiet und fummelst an mein Geschäft rum. Und das ist alles, was du über dich selber sagen kannst. Wo sind deine Manieren, Mann? Ich sehe nicht, warum das dein Problem ist. Ich habe hier ein ehrliches Geschäft am Laufen. Verstehst du nicht, was hier abgeht? Ich sag dir, es ist mein Problem. Also, was willst du? um den Busch herumzuschlagen, ist nicht mein Stil. Wenn du meinen Weg kommst, dann kriegst du für einen kleinen Besuch von mir und meinen Jungs. Du weißt nicht, was mit Yamoi passiert ist? Ah, du bist bis zum Kern verrottet. Ich kann dich nicht diesen Würgegriffen das Gebiet hier halten lassen. Ach, halt dein Kuchenloch. Das ist, Gib mir nicht die Lippe wie das, oder? Red doch nicht mit mir. Hey, Takeshita? Was? Sir? Warum erziehst du nicht diesen idiotischen Präsidenten? Ja, Sir. Aber gib mir nicht Schuld, wenn er am Ende tot ist. Macht der Leisure King mit? Nee. Oh, der eine hat ein Messer. Der hat einen Deckel sogar. Viel wichtiger. Was? So, Hera müssen wir auch noch rausnehmen. Ach, shit. Ich kann ja mal den Elektroschocker greifen, wa? Hier ist Salz? Wo hab ich denn Salz her? Warum denn Salz? Ich würde eigentlich den Elektroschocker haben. Oh,
Okay, die muss ich jetzt tatsächlich mal richtig kämpfen. Obwohl, ich könnte auch einfach das Fahrrad schnappen, wa? Ich glaube, der Kampfstil ist nicht der beste für diesen Gegner-Typ. Man gib mir nochmal diese. Ach Mann, fick dich! Alter! Wo hab ich das denn jetzt her? Mein gutes Präsident Kiyu-Schild! Ah ne, das war ein Bier-Soto-Butter. Hä, wo haut der denn hin? Meine Fresse! Oh, 4 Millionen immerhin. Huff! Huff! Was? Kiyu macht Huff? Huff, ich hab alle kaputt geschlagen. Hey! Takeshi Shata hatte keine Chance, was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Sieht ja aus, als könnten wir hier in unseren Gang gehen. Weißt du was? Ich denke mal, das war's für heute. Aber wenn du mich nochmal so nervst, dann bist du totes Fleisch. Ich werde mich selbst hinaus begleiten. Und vergiss das nicht. Und wenn du nicht stirbst und all deine Besitztümer meins wären, dann werde ich natürlich alles meinen Weg verwalten. Wenn du nicht sterben möchtest, komm, hau ab. Wenn du nicht abhaust, werde ich dich töten. Einfach, nicht wahr? Denk darüber nach, Mann. Leg dich nicht mit den 5 Millionären an. Billionären. Also Milliardären. Mr. Präsident! Geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Der Vergnügungskönig scheint wirklich das zu kriegen, was er will. Ich werde ihn wahrscheinlich eines Tages bekämpfen müssen. Ich muss vorsichtig sein. So. Kann ich jetzt irgendwie mal darüber reden? Nö. Ah, ich habe ein neues Gebiet, ne? Yay, 9 Millionen. Das ist nicht so viel. Oh, Money Battle Schläger. Warte mal, hä? Ich hätte das nie verlieren können, oder? Das ging überhaupt nicht durch die Landschaft. Ich habe schon ein Drittel des gesamten Gebiets, das ist eigentlich voll gut. So, jetzt habe ich doch hier noch so ein lustiges Hotel. Da kann ich doch bestimmt noch. Das kann ich doch erstmal jetzt hier mit den Fortune Teller, mit ein bisschen Geld. Kann ich doch mal hier investieren. Die müsste doch ein, dass das Ding hier. Zack! Der Fortune Teller ist halt so OP. Zack! B-Klasse. Oh, ist das die Sushi Gin? Ist tatsächlich ein bisschen was wert. Aber das ist Sukiyaka Marunaka. Ist auf jeden Fall mehr wert. So. Ich lass mal Sashiko. Das ist der Typ. Das ist irgendwie die Security. Das muss ich nicht verstehen, oder? Okay, lass mal. Last time I was in Mongolia. Gute Gargling. Ah, ist schön. Na gut. Level 3. Was auch immer das bedeutet. Ich hab 36% des Gesamtgebietes. Das ist gar nicht mal so wenig. Mehr als die Hälfte. Also, Quatsch, mehr als ein Drittel. So. Also, das kann ich hier nicht mehr machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in diesen Feuerlöscher. Nö, tatsächlich nicht. Ich hätte gedacht, dass an den Feuerlöscher irgendein Witz dran steht. Das steht da so komisch prominent in der Ecke, dieser Feuerlöscher. Irgendwie ist es komisch. Aber stimmt, wie ich es jetzt vorstelle. Na gut, also der Leisure King mag mich nicht. Wenn mich jetzt immer vor der Tür auflauern möchte, glaube ich, ob er noch mal intelligente Ideen hat. Ich renn mal quer durch die Stadt. Vielleicht finde ich hier noch irgendeine lieben Quest. Scheint ja doch ein bisschen nach vorne zu gehen. Ich verstehe zwar immer noch nicht, wie die Quest, aber wie die Story so eine Wendung nimmt, dass Majima zurück nach Sotenbori kommt in seinen Käfig und damit ich die Sunshine-Quest weitermachen kann. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich das leider irgendwie so ein bisschen gegen den Baum gefahren habe, ne? Oh, fuck. Ich gerade. Warte mal, hier. Was? Warum brauchst du so lange? Komm an. Was? Hey, was machst du da? Hey, Freund. Wie sieht es denn aus, was ich mache? Ich warte hier auf mein Date. Wir haben uns durch über den Telefonkopf kennengelernt. Ah, wirklich? Das ist schön. Aber sie ist zu spät. Aber es ist bereits eine halbe Stunde. Was dauert denn so lange? Wie dem auch sei, hast du irgendwas in letzter Zeit gekriegt? Das ist nicht, wofür ich hier bin. Nicht jeder so wie du. Du hast, das ist was? Was machst du denn in Kamachoro? Das Land der sexy Ladies. Das war's. Da, lass mal sehen hier. Zum Beispiel. Was ist das? Dieses Immobiliengeschäft in einem Super- und Stream. Das ist. Die Sekretärin dort ist super süß. Hallo Steff. Vielleicht gucke ich ihn mal an. Ach, wenn ich nur. Was ich bloß auf. Darum geben würde, ein Video von diesem Mädchen zu kriegen. Ich würde es. Ach, na gut, das ist halt schon was. Also, zumindest bin ich jetzt die Mafiosen los.
Wo ist denn diese Bond Street? Ich kann da. Warte mal, Moment mal. Ha! Die Sekretärin in der Subbon Street Immobilienoffice? Im Sukita Building vielleicht? Ist klar. Ich wollte gerade sagen, wie viele Immobiliengebäude gibt es da bitte schon, die ich betreten kann? Zack, an ihr Rempel. Ha. Huh. Wie trotzdem nicht so ein bisschen kalt ist? Ich meine, jetzt die Jacke da hin und her, mit den kurzen Kleidchen, ne? Also wie die Typen hier gekleidet sind, die mich hier anbetteln, muss es ja echt kalt sein. Oh, hier los. Ach, Yakuza. Nee, ihr seht mich nicht. Ich sehe euch ja auch nicht. Das ist ganz einfach, wenn ich euch nicht sehen kann, könnt ihr mich auch nicht sehen. Ich wollte, wisst ihr, ich könnte nochmal zum Hafen fahren, weil diese lustigen Dings hier noch machen, wa? Was ist denn das weiter? Hier genau an der Ecke ist natürlich wieder kein Taxi. Oh, noch mehr, ne? Na scheiße, wer seid ihr denn? Haut ab, ich hab keine Zeit für euch. Jagdjena eigentlich. So, ich würde gerne ans Tokyo Pier, genau. Das kostet nicht so viel. Ich möchte auf jeden Fall noch die letzte Stufe von den Dings hier erreichen. Ah, diese Ladezeiten. So, guten Tag. Bis dazu. Bis dazu Drops. Kann ich da schon einen schon machen? Ah, ich habe auch keine Drops für dich. Ja, toll. Ja, klingt gut. Training. 3 Millionen. Ach, Gottchen. Das kostet aber nur 1,5. Das schaffe. Die haben Maschinenpistolen. Das Problem ist ja nicht weniger die Zeit, sondern... Hä? Ich muss ja wohl diese scheiß Dings hier kaputt kriegen. Hä? Ich hab's doch letztes Mal wie geschafft, diese dummen Kisten irgendwie auf den Boden zu hauen, oder? Ah. Tiere, da hinten sind noch ein paar Werfigürchen. Ich müsste vielleicht lange mal hier. Zeitmäßig müsste ich es ja noch locker schaffen. Ich muss 3 Millionen kriegen, ne? Das ist ein bisschen sinnlos. Achso, gut, ich ist da 2 Millionen über. Das ist ein bisschen hohl, dass ich hier die Kisten eigentlich quasi mutwillig gegen die Wand schlagen muss, um das Geld zu kriegen, ne? Oh, war das 5 Millionen? Oh, ich kriege rein. Nicht schlecht. Der aggressive Kampf wird immer besser. Ich habe einen Tab gewonnen. Achso, das Ding wieder. So, jetzt kann ich doch bestimmt wieder einen leeren Jobs machen, oder? Ja, gut. Tattoo-Jobs. Ich habe einen weiteren Job für dich. Würdest du ihn anfangen? Ja, will ich. So. Das hier ist bekannt als der Domoto, der Ausreißer. Er hat die schlechtesten Tendenzen, ein Boot oder ein Flugzeug zu hüpfen, sobald ein Schuldner anruft. Er rennt ja schon seit 20 Jahren vor der Schuldnertrennung weg. Was hat das mit mir zu tun? Das hier hat mein Name links und rechts draufgeschrieben. Wenn er mich sieht, wird er von einer Meile weit weg anfangen. Und er wird in irgendeinem komischen Dschungel sein, bevor ich auch nur halbwegs da bin. Du musst es sein. Denk daran, das ist der Leben und Tod für ihn. Also, versuch nicht dran zu sterben. Okay? Bist du bereit dafür? Noch nicht ganz.